Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich hatte eine sehr dumme Idee und wurde dafür bestraft. Ich habe zwar von der Insel zurückgefunden, aber irgendwie nicht mehr den richtigen Weg gekriegt und dann wurde Nebel. Und dann habe ich mich im Nebel verfahren. Und jetzt bin ich hier an so einer Boje. Und ich weiß nicht, was ich an der Boje machen soll. Und ich habe Angst, jetzt hier ins Wasser zu gehen. Und ich weiß auch nicht, was ich hier machen kann. Ob mir die Boje irgendwas bringt oder ob die unterirdisch an irgendwas festgekettet ist. Ob ich mit der irgendwas machen kann. Und ich weiß, hier sind irgendwo Haie. Und ich will jetzt ehrlich gesagt nicht ins Wasser gehen. Und nirgendwo hinlaufen, wenn es jetzt hier noch so regnet. Und tauchen will ich erst recht nicht. Nee. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht unter Wasser. Und ich weiß auch nicht, ob da unten vielleicht was dranhängt, was ich gebrauchen könnte. An dieser Boje, die muss doch irgendeinen Sinn auch haben. Die kann doch nicht hier einfach so da sein. Aber warum ist jetzt hier so neblig? Ah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie geht's mir denn eigentlich? Gut, mir geht's wieder gut. Ich habe mir jetzt auf einer Insel, die da daneben lag, habe ich jetzt gerade schnell Not gewassert und habe mir was zu essen reingepfiffen. Ich habe ja hier meine Steine jetzt und meine Stöcken. Und wenn ich jetzt nicht mehr zurückfinde zu meiner Insel, dann muss ich mal wohl irgendwo ein anderes Basiscamp errichten, ein zweites. Und von da dann meine Suche nach meiner ersten Basis beginnen. Ist vielleicht auch nicht so falsch, dann habe ich nochmal eine zweite Base, aber trotzdem. Es ist dann doch deutlich unheimlich, also... Oh, was war das? Habt ihr es gehört? Werde ich gleich vom Kraken erfasst und in die Tiefen gezogen. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns bewegen, oder? Dass wir gerade vom Sturm irgendwie weggetrieben werden. Der Sturm kam auch also ganz, ganz plötzlich von einem auf den anderen Moment kam dieser Sturm. Und ich kann auch gar nichts hier machen oder sowas. Ich brauche unbedingt wieder schönes Wetter. Ah. Was mache ich nur, was mache ich nur? Ach, ist das einsam. Da sitzt man hier auf seinem kleinen Floß, hat Angst, dass einem die Haie hier drauf hüpfen. Aber die Haie sind anscheinend auch bei dem Wetter irgendwie unter Wasser. Ich würde sagen, erstmal eher ruhig verhalten, ne, weil vor so einem großen Objekt, und ich meine, die Boje mit mir zusammen ist jetzt schon so ein größeres Objekt, von dem hat dann so ein Hai wahrscheinlich eher Angst, als dass es attackieren würde. Aber die muss doch irgendeinen Sinn und habt ihr das gesehen? Der greift mein Boot an. Der greift mein Boot aber so richtig an. Boah, ist das asozial. Boah, ist das asozial. Komm her. Komm her. Boah, der weiße Hai. Ist der größer als ein anderer? Ist das ein anderer Hai? Nee, oder? Das ist der große Weiße. Fuck. Oh oh. Oh oh. Und ich glaube, es ist nicht nur einer. Oh, scheiße. Oh, Jesus. Oh nein. Wie viel Uhr ist es denn? 17 Uhr. Ich hoffe, es hört noch auf, bevor es Nacht wird. Ich wollte eigentlich hier tauchen bei der Boje. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht... Da ist noch einer. Da ist noch ein Weißer.
Und es wird Nacht. Leute, ich glaube, wir müssen... Wir müssen hier weg. Ich glaube definitiv, dass es jetzt an der Zeit ist, hier einfach weg von der Boje. Vielleicht in Richtung einer Insel. Ist das da vorne ein Licht? Oder ist das der Mond? Ich erkenne überhaupt nichts mehr. Also ich erkenne wirklich gar nichts mehr. Oder soll mich das nur irre leiten? Oh Gott. Und dann die großen weißen Haie, die mir mein Boot malträtieren. Oh nein, ich glaube, das ist einfach nur der aufgehende Mond. Ich glaube, das war's für mich und mein Basislager. Jop. Das war's auf jeden Fall für mich und mein Basislager. Wenn ich doch noch ein bisschen was sehen würde, wenn der Nebel aufhören würde. Aber ich wollte auch weg von den Haien. Ich wollte definitiv weg von den Haien. Weil ihr habt ja gesehen, der greift das Boot an und zwar richtig derb. Und das ist dann nicht mehr so ein Spielzeughai wie der andere Hai, sondern da wird es dann richtig ernst. Und ich bin eh schon angeschlagen und dann waren da zwei Stück. Ich denke, da hätte ich so ganz unharponiert, hätte ich da den kürzeren gezogen. Ich weiß ja nicht, ob es hier noch größere Waffen gibt. Ich vermute mal nein. Ja, das ist definitiv einfach nur der Mond, der da auf und unter geht. Oh. Und ich sehe halt gar nichts. Und ich weiß, dass es weiße Haie gibt, die da irgendwo in der Nähe sind. Ich meine, Tigerhai ist ja jetzt... Ne, habe ich ja schon mal einen erlegt. Das war jetzt eh schon problematisch, aber machbar. Da vorne sieht so aus, als wäre da Land, oder? Da vorne. Seht ihr das? Da sieht das so aus, als wäre da Land. Ah nein, da ist Sprudel im Wasser. Ah, schaut auf. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das Blöde ist natürlich, auch wenn der Sprudel im Wasser ist, das bringt mir nichts, weil mein Inventar ist voll und das brauche ich dann mal für eine Feuerstelle. Weil Sprudel heißt auf jeden Fall, da ist unten ein Schiffswrack. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Wir gucken mal, was wir da für eine Insel entdeckt haben, ob ich da schon mal war. Das erkenne ich jetzt immer daran, ob da noch Steine liegen. Oh Gott, was für eine Nacht, oder? Also... Und die ist ja gerade erst angebrochen. Oder wirst du verfolgt im Nebel von weißen Haien? Da vorne ist auch nochmal ein Sprudel. Ne, das ist ein Haie. Ist die Frage, ob das der große Weiß ist. Oder er, da ist auch nochmal Sprudel, da links. Oder ob das nur ein Tigerhai ist. Wir werden hier auf jeden Fall mal an Land gehen müssen. Das ist ein Tigerhai. So. Jo. Hier war ich noch nicht. Das ist neu. Das ist definitiv neu für mich. Aber vielleicht ein Platz, um mein zweites Basiscamp zu errichten. Was meint er? Auf jeden Fall ein Platz, um mein zweites Camp zu versuchen. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir versuchen es mal. Wir legen mal... Nein, die Machete lassen wir hier. Wir legen mal die Steine ab. Und ich habe natürlich mein Zündholz nicht dabei. Ach, Leutchens. Ich habe natürlich gar nichts dabei. Ich habe natürlich überhaupt nichts dabei. Das ist natürlich super geil.
Ach, Peggy. So, was brauche ich denn hier noch? Das muss ich in die Nähe von dem Feuer legen, nicht wahr? So. So, okay, Fire Pit. Legen wir mal noch die Sachen hier dazu. Gut, das reicht noch nicht, dann bräuchte er wohl noch mehr. Ja, jetzt dann muss ich mal gucken, dass ich hier mir jetzt noch irgendwas hole. Irgendwie so Yucca und sowas. Da ist noch ein Rock, ein paar Sticks. Sammeln wir das erst nochmal ein. Aber meine ganzen guten Werkzeuge. Alle verschollen. Ja, scheiß Pantoffelpotato da. Alles verschollen. Wir müssen auf jeden Fall die Insel wiederfinden. Das ist mein großes Ziel. Mein absolut definitiv definiertes neues Ziel ist, meine alte Insel wiederzufinden. Aber wie? Da müssen wir ja einfach hier so ganz wild herumstranden. Und ich kann jetzt ja nicht mal das Feuer anzünden, weil ich gar nicht dieses Feuerzeug dafür habe. Ah, es ist ärgerlich. Aber so schnell kann es gehen. Da ist man einmal unterwegs und will zurück. Und wird dann vom Unwetter überrascht, ne? Und so läuft das dann. Das ist richtig dramatisch. Also, ganz ehrlich, ich finde das wirklich, wirklich richtig dramatisch. So, und jetzt kann ich es nicht mehr anmachen. Ah, nö. Ach ja, ist das herrlich. Eine Axt habe ich und einen Hammer hätte ich da noch. Da brauche ich aber erst wieder so ein bisschen von den anderen Dingern da. Meine Güte. Oh, ich bin... Das ist ja... Oh, nö. Und dann halt auch mit gar nichts hier am Start, ne? Was ist mit dir los, Palme? Hast du sie noch alle? Hängst du einfach so in der Luft? Ich glaube, es hackt. Und dann könnt ihr nicht sehen, weil ich kann euch jetzt leider auch kein Feuer machen, liebe Leute. Da ist nochmal Yucca. Das ist gut. Da kann ich mir zumindest nochmal einen Hammer bauen. Aber was bringt's, wenn ich mein Feuer nicht anmachen kann? Weil ich, Depp, auch denk mir, bist ja gleich wieder zu Hause. Und ich wäre ja auch gleich wieder zu Hause gewesen, wenn ich das Unwetter gekommen wäre. Aber so schnell kann es gehen, ne? Gottchen. Ich lasse jetzt mal die Sachen hier. So, Axt lasse ich mir auch hier. Ich brauche jetzt nicht zwingend gleich ein Bett oder so. Das lasse ich mal auch. Ich weiß nicht, wofür ich das ehrlich gesagt. Das Drivers Ding, den Brief. To anonym helpers. We have been abandoned. On a reef. Januar 1998. Warum wurde es gerade so dunkel? Ach, die Sonne geht wieder unter. Das ist schön. Der Mond geht unter. Das heißt, dass die Sonne gleich aufgeht. Und hier hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit in die Sache bringt. Oh, ist das schrecklich. Ach, Peggy. Was machst du für Sachen, hä? Da kann ich auf jeden Fall tauchen. Da gehen wir gleich tauchen und das Schiff gucke ich mir jetzt mal an. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir nehmen jetzt mal unseren Speer. Mache ich hier mal morgendlich, weil ihr seht's, ne? Ich muss wieder essen und trinken. Sonst verrecke ich und ich möchte es nicht aufgeben. Ich möchte das ja schaffen. Wenn jetzt hier der weiße Hai kommt. Na gut, der weiße kommt ja wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn dann sein jüngerer kleiner Kamerad. So, okay. Door. Fuel Tank. Super. Eine Flair. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ich habe immer noch Verletzungen. Das ist halt nicht so geil. So, komm, geh rauf. Oh, Gott sei Dank, wird schön.
Jawohl, ein Lufttank zum Tauchen, Leute. Geiler Scheiß. Aber es ist erstmal wieder Aufpäppelungsphase angesagt und danach Tauchgang und danach finde meine Insel wieder. Einfach mal so immer die Anliegen, aber man kann auch da Distanzen gar nicht mehr richtig abschätzen. Ich bin jetzt total desfokussiert und orientiert und weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin soll und wo was ist. Wobei ich die Insel jetzt hier auch ganz nice finde. Die ist ein bisschen größer. Was will er denn jetzt? Ach, da hinten oder was? Schön mal hier so ein bisschen Mülldings erstmal lagern. So, eine Flare. Ach, da kann ich ja dann unter Wasser Licht mitmachen. Ist vielleicht gar nicht so falsch. Da hauen wir uns jetzt aber trotzdem mal mit der Axt noch hier so einen Baum um. Weil ich brauche die Nüsse und ich brauche dann auch, wenn ich mir wirklich hier was befestigen will. Ich muss jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen. Damit ich tauchen kann, weil wenn mein Leben nicht voll ist, dann gehe ich auch nicht auf Tauchstation. So. Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot, okay. Das müsste jedem klar sein, dass ich so nicht... Was ist mit ihm denn los? Geht's hier noch gut? Da schwimmt er einfach unter meiner Insel durch. Ich glaube, es hackt. Was ist mit ihm denn kaputt? Da hackt er sich einfach hier unter meiner Insel. Ich bin entsetzt. Soweit ist es schon gekommen, dass die Haie hacken. In dem Sinn, ich bin total gespannt, wie es hier weitergeht. Ich habe echt noch gar keinen Plan, wie ich hier klarkommen soll mit meiner richtig krassen Cast-Away-Again-Situation. Aber es ist schön, dass es immer ein bisschen weitergeht. Es hat nur schade um die Items. Und ich finde es ein bisschen gruselig, dass hier die ganze Zeit so ein Hai durch die Insel durchschwimmt. Das ist ein Ding, das muss jetzt nicht sein. Ja, vielleicht kann ich ihn so easy killen. Ah, so. Ne? Da kann ich ihm, glaube ich, schön hinterher rennen. Und ihm so ein bisschen meinen Speer in den Rücken jagen. Da war er. Oh, lässt du hier mein Ding in Ruhe? Scheiße. Mein gutes Floß. Glaube ich, Spinnen. So weit kommt's noch, du blöder Hai. Ich würde dich ja gern braten. Aber ich habe halt auch leider kein Feuer. Ja, so, erstmal was trinken. Erstmal Kokosnuss trinken. Mh, das schmeckt. So, und die wieder wegschmeißen und die nächste trinken. Und sie wegschmeißen. So wie man das macht in der verschwenderischen Gesellschaft, nicht wahr? So. Und dann hauen wir die erstmal kaputt, weil das sollte jetzt erstmal reichen, denke ich. Nee, warte, ich nehme meine Axt. Nein, nein, nein. Wo ist sie? Da. Und auf. Der Hai, wie er mich da trollt. Ich spieß ihn noch auf. Ich sag's dir. Du wärst nicht der Erste deiner Art. So. Pfeifen wir uns die Gaudi herein. Und weiter. Und essen. Und essen. Damit ich wieder zu Kräften komme. So. Jo, okay. So, Herr Hai. Ne? Du traust dich hier so nah an meine... An meine Insel, hä? An meine Insel. Boah, ich würde den großen Weißen gerne killen, ne? Also das hat sie mir jetzt ja schon angetan. Da muss ich ja schon mal auf Jagd gehen. Ganz ehrlich. Jetzt, nachdem ich weiß, dass es ihn gibt. Ich sollte vielleicht hier erstmal warten, bis ich mich regeneriert habe. Komm her! Die Leute und ich haben keine Angst vor dir. Du Sau. Oder habt ihr Angst vor dem nicht, oder? Puff. Boah, wie aggressiv er jetzt geworden ist gerade. Ja, hast du ein bisschen Aggression, hä? Hast du unbewältigte Aggressionen? Hä?
Du wirst immer gemobbt auf dem Schulhof, weil du so ein hässlicher Sharky bist, hä? So ein hässlicher Hai, der hässlichste der Haie, weil die großen Weißen dir immer alles wegnehmen, hä? Und dein Pausenbrot klauen, hä? Huch. Zu sehr in sein Gefilde möchte ich mich nicht wagen. Das ist, glaube ich, das ist ein Minusgeschäft für mich. Lebt er? Ja, er lebt. Kommt aber auch immer wieder, er lernt's nicht. Ich glaube, dieses Wegschwimmen ist immer das Gefährlichste, wenn man nicht hinschaut. Oder dass man übermütig wird, ne? So wie ich gerade. Mir geht's wieder gut, das ist schön. Ist er weg? Da hinten ist er. Ah, du feige Sau. Ah ja, wir wollten da vorne noch. Warte mal, ich habe keinen Platz. Doch, warte mal, wir legen die Sachen hier ab. So. Brauche ich jetzt nicht. So, brauche ich jetzt nicht. Die Flair. Den nehme ich jetzt mal mit. Nee, Paddel brauche ich jetzt nicht. Okay. So. Den Speer. Ja, okay, können wir mitnehmen. Und dann gehen wir da mal tauchen. Dann schauen wir, ob er nochmal kommt. Der Kamerad, ne? Kann man ein paar Fischis mitnehmen? Ne, bringt ja gar nichts. Ich habe ja nichts zum... Ach, da schau her, das ist gar nicht... Da ist gar kein Boot drunter. Normalerweise ist dann immer... Ist dann immer da was, wo es so blubbert. Ja, vielleicht ist ja auch bloß hier irgendwo eine Kiste oder sowas. Das mag ja sein, dass ich das noch nicht sehe. Oh, schon wieder muss er essen. Ich habe doch gerade erst gegessen. Da ist ein Fass. Aber keine Kiste. Also ich war jetzt immer total verlässlich darauf, dass da, wo es blubbert, dass da eigentlich auch was ist. Irgendwie hier, weil da ist schon so ein Riff, ne? Dass da irgendwas gegengeknallt ist. Dann ist das hier kaputt gegangen, aber das ist anscheinend hier nur so eine Koralle, die hier so vor sich hin blubbert. Schade. Schade, schade. Ich dachte, da hätten wir vielleicht noch ein Abenteuer irgendwie. Und entdecken was. Ich nehme die Flasche deswegen jetzt nicht, weil hier die ganzen Tauchdinger eigentlich nicht allzu tief sind. Ah, habe ich mich vergiftet an dem Ding. Werde ich jetzt sterben? Oh Gott. I feel strange. Ja, das war, glaube ich, keine so geile Idee. Oh oh. Oh oh. Ja, es mag sein, dass da noch irgendwas versteckt ist, aber ich werde jetzt gerade nichts finden. Wir sollten uns vielleicht dann tatsächlich ein bisschen auf die Suche nach meiner anderen Insel machen. Da werden wir mal hier so die umliegenden mal abklappern. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Also, Paddel geschnappt. Fisch weggelegt. Tauchutensilien nehme ich mal mit. Die Flair nehme ich auch mit. Und dann geht's los und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.